Ja, das ist das Auto, das irgendwie gefühlt jeder Student in diesem Land mal irgendwann hatte. Meistens als Corsa A oder Corsa B, die billige Studentenkiste. Ja, der neue Corsa ist deutlich gewachsen, 4 Meter lang und er sieht auch viel eleganter und schicker aus als früher. Und jetzt wollen wir uns mal angucken, was er so drauf hat. Beim Corsa gibt es eine sehr große Palette an Motoren. Es gibt verschiedene Benziner von 75 über 100 bis 130 PS. Es gibt aber auch einen Diesel und man hat auch jetzt erstmals die Möglichkeit, einen rein elektrischen Corsa zu kaufen. Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Ich kann halt wählen, was ich will. Hier an Bord haben wir den 100 PS Benziner und was mich total stört an dem Motor, der ist sehr, sehr brummig und irgendwie die Beschleunigung ist ganz okay, aber irgendwie kommt er nicht so richtig aus dem Quark und er klingt so brummig, als wenn er irgendwie keinen Bock hat. Das stört mich echt. Wenn man ihm so ein bisschen Drehzahl gibt, dann wird es da ein bisschen besser. Aber ja, da habe ich schon bessere Dreizylinder gefahren. Ich würde deswegen dazu raten, wenn es irgendwie geht, den 130 PS Turbobenziner zu nehmen. Denn der, bin ich auch schon gefahren, der geht im Corsa wirklich besser. Der 100 PS Benziner ist okay, aber so richtig schön ist er nicht. Ja, wenn sich der Motor erstmal so ein bisschen freigeatmet hat, dann geht er auch besser. Also gerade auf Langstrecken muss man sagen, ist der Corsa ein sehr angenehmes Auto. Nicht nur, weil der Motor ganz gut zieht und die Geräuschdämmung sehr gut ist, sondern auch, weil die Sitze wirklich super sind. Zumindest in dieser Ausstattungsstufe sind das wirklich ergonomisch sehr schön geformte Sitze und auch auf Langstrecken kann man es echt komfortabel aushalten, obwohl es ein Kleinwagen ist. Ist es ein schönes Reiseauto. Ja, was den Verbrauch angeht, wir haben gemessen ungefähr 5,9 Liter im Schnitt. Das ist jetzt kein so super Wert, aber okay, es ist halt ein klassenüblicher Kleinwagenwert für den Realverbrauch. Was das Fahrwerk angeht, ist der Corsa eher ein bisschen straffer abgestimmt. Er ist ja das Schwestermodell des Peugeot 208. Der ist so ein Hauch komfortabler. Der Corsa ist so ein bisschen knackiger. Mir persönlich gefällt es sehr gut. Ich finde auch die Lenkung sehr schön. Das Auto lenkt zackig ein. Also der Corsa geht wirklich gut. Schön flott um die Kurven. Es ist ja noch nicht sicher, ob es auch mal eine OPC-Variante noch geben wird. Also mit richtig viel Power sollte es sie geben, wäre zumindest der Corsa dafür auch eine ganz gute Basis. An Assistenzsystemen gibt es je nach Ausstattung ja alles, was es mittlerweile halt auch im Kleinwagenbereich gibt. Zum Beispiel den Abstandsregeltempomaten oder den Spurhalteassistenten. Das heißt, da kann man dann auch die Hand mal kurzzeitig vom Lenkrad lassen und das Auto hält eben selbstständig die Spur. Wenn es ihm zu viel wird, dann warnt er irgendwann und sagt, du Depp, Hände ans Steuer. Aber es ist halt ganz angenehm, wenn man wirklich mal abgelenkt ist, dann lenkt das Auto mit einem Bremseingriff eben einen wieder in die Spur. Und ja, schön, dass sowas jetzt mittlerweile auch zur Sicherheit im Kleinwagenbereich eigentlich angekommen ist. Wie sieht es hinten aus im Corsa? Naja gut, also die Kniefreiheit, die ist jetzt nicht so dolle. Ich habe den Sitz auf mich eingestellt, ich bin 1,83 groß, also ich könnte hinter mir schon sitzen, aber irgendwie eine lange Urlaubsfahrt möchte ich da jetzt als Erwachsener auch nicht machen. Wobei, was wirklich gut ist, auch für großgewachsene Leute, ist die Kopffreiheit. Schauen wir uns mal das Cockpit an. Das gefällt mir eigentlich wirklich sehr gut. Ich habe ordentliches Platzangebot, ich habe so all die Ablagen, die ich brauche. Hier kann ich mein Telefon drahtlos laden, alles je nach Ausstattung natürlich. Und hier an Bord haben wir auch das digitale Infodisplay. Der normale Corsa hat normale Uhreninstrumente, normalen Tacho- und Drehzahlmesser. Die Variante mit dem digitalen Display hat halt hier dieses rein digitalen Anzeigen. Die finde ich ein bisschen schmucklos. Es ist halt so dieses sehr reduzierte Design. Und man muss das auch mögen, dass es nur den digitalen Tacho gibt. Aber ja, die wichtigsten Informationen, die habe ich ja eigentlich, kann ich mir anzeigen lassen. Ich kann mir auch den Navigationsbildschirm rüberholen in den zentralen Monitor vor meinem Blickfeld. Und das ist schon sehr gut. Auch wirklich gut gelungen ist das sehr große Touch-Display. Es ist sehr gut im Blick und auch wenn es so ein bisschen geneigt ist, es ist wirklich blendfrei, da spiegelt nichts. Und ich habe hier mit wenigen Tasten oder mit den Touch-Funktionen wirklich alles im Griff.
Was mir nicht so gefällt am Corsa, es ist zwar die Verarbeitung sehr gut, aber ja, es ist schon sehr hartplastiklastig. Also es gibt dann schon noch so den ein oder anderen Kleinwagen, der noch ein bisschen schicker ist. Und auch die Bedienelemente für die Klimaanlage finde ich nicht so gut, zumal das Auto in einer relativ hohen Ausstattungsstufe keine Klimaautomatik hat, sondern wirklich nur eine normale Klimaanlage mit einem klassischen Drehregler. Das ist irgendwie alles relativ klein und da unten versteckt. Das könnte wirklich komfortabler sein. Super dafür. Gerade wenn man halt mal schön über Land unterwegs ist, der Corsa hat gegen Aufpreis ein richtig schönes großes Glasdach. Also das Platzangebot ist für einen Kleinwagen okay. Es ist jetzt nicht überragend, es ist guter Durchschnitt. Das trifft auch auf den Kofferraum zu, 267 Liter. Auch das ist ein guter Wert, kein überragender Wert, ein solider Wert. Und die Variabilität halt kleinwagentypisch. Ich kann die Sitze umklappen, dann habe ich mehr Stauraum und das war es dann im Wesentlichen auch schon. Mein Fazit zum Opel Corsa. Ich finde, es ist ein rundum gelungener Kleinwagen. Das Platzangebot ist gut und ich habe ein sehr schönes Cockpit mit einem guten Infotainment, großen Bildschirm etc. Also da gibt es eigentlich nichts, was einen stört. Ein paar kleine Haken und Ösen hat das Auto, aber nichts Weltbewegendes. Bei den Motoren würde ich eher zu einem etwas stärkeren Motor raten. Großer Benziner oder der Diesel. Der 100 PS Benziner ist okay, aber untenrum so ein bisschen mau, ein bisschen zäh, das stört auf die Dauer dann ehrlich gesagt schon. Was super ist, Fahrkomfort, sehr bequem, also auch ein langstreckentaugliches Auto. Ja, die teuerste Variante, bei 14.000 geht der Corsa los und die teuerste Variante ist natürlich der Elektro-Corsa für 24.000 Euro. Das ist eine Menge Holz, aber immerhin habe ich bei Opel die Auswahl. Ich kann alles tanken, was ich möchte, Strom, Benzin oder Diesel.